Hau, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute werfen wir einen Blick in den Revolution-Adventskalender. Das ist so ein schöner Klassiker, würde ich mal so sagen, ne? Jedes Jahr aufs Neue zeige ich ihn euch. Und irgendwie lassen die sich schon jedes Jahr auch irgendwie was Neues einfallen. Dieses Jahr haben wir... Ach so, und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, dieses Jahr haben wir einen Preis von 54,99 Euro und sollen Produkte im Warenwert von 114 Euro hier drin finden. Erfahrungsgemäß kommt das eigentlich auch immer ganz gut hin. Und ja, ich bin mal gespannt, was wir hier drin finden dürfen. Wir haben wohl ein Kläppchen weniger mit dabei, was ich online gesehen habe. Und ich würde sagen, nicht lang schnacken. So schaut es aus. Stellen wir auf Erwin und dann gucken wir mal, was wir hier drin finden dürfen. Ja, der 1. Dezember lässt schon mal auf irgendeinen Stift schließen. Und wir haben hier meistens auch so Originalgrößen ausschließlich drin enthalten. Ach, guck. Das ist alles schön eingepackt hier. Es ist kein Stift, es ist ein Pout Bomb. Ein Lipgloss mit Vitamin E. Okay, 1,4 Milliliter. Der ist wunderschön, aber es ist nicht die Originalgröße. Wir sehen hier wunderschöne Sparkles drin. Ich habe so einen auch schon mal aufgebraucht und finde, dass die sehr, sehr nice sind. Also hier haben wir so rosa und bläuliche Sparkles. Das passt sehr gut zum Design vom Adventskalender und generell von dem ganzen weihnachtlichen Vibe. Für den 2. Dezember muss ich den mal kurz auf den Boden legen hier. Also hinlegen, denn das ist das unterste Kläppchen und es ist riesengroß. Nein, Leute. Oh, aber das ist ein schönes Produkt. Das ist ein roséfarbener Highlighter mit 4,5 Gramm. Ne? Pink Seduction nennt er sich. Und den kann man, glaube ich, auch so im Standardsortiment kaufen. Ich weiß nicht, ob das genau in dieser Größe ist, aber ich habe solche Produkte tatsächlich da. Sowohl als Blush als auch als Highlighter. Doch, doch, das kriegt man so eigentlich. Aus Sicherheitsgründen der Stabilität habe ich jetzt ein bisschen umdisponiert. Erwin präsentiert die Produkte, Adventskalender liegt vor mir. Denn sobald ich ihn auch nur berühre, fällt hier alles auseinander. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3. Heieiei, ein Barbie Pink als Lippenstift ist natürlich abgefahren. Cupcake Pink, safe, wow. Also so schaut der Lippenstift aus, ne? Das sind halt diese klassischen, relativ günstigen von Revolution. Hier unten kann man eigentlich abschrauben, genau, und dann hast du hier noch Produkt unten drin, was man halt quasi entweder mit dem Finger auftragen kann oder halt mit einem Pinselchen oder so. Und das ist halt echt abgefahren. Wow. Hier haben wir die Nummer 4. Also das ist halt echt so eine Sache von Revolution, ne? Klar, es ist ein Make-up-Adventskalender, der sehr günstig ist, aber trotzdem sollten die doch mal so ein bisschen auf Stabilität achten. Das ist ja schon seit Jahren, puch, echt immer so ein Thema. Wow, okay, das ist ein sehr dunkler Highlighter, also für mich sehr dunkel. In der Farbe Raise the Bar habe ich mit 2 Gramm hier einen Highlighter drin. Der sieht wunderschön aus, gar keine Frage. Aber ich glaube, für mich wirklich zu dunkel, ne? Ich habe den übrigens bei Revolution online bestellt. Link dazu selbstverständlich in der Infobox. Ich glaube, der ist sogar affiliated. Also wenn ihr darüber bestellt, unterstützt ihr mich sogar. Das wäre natürlich richtig cool. Der 5. Dezember ist sehr leicht. Ah ja, das ist so ein Augenstift oder ja, ein Eyeliner-Pencil ist hier mit am Start. 1 Gramm ist hier drin und das ist so ein ganz dunkles, kühles Braun. Ne, sieht man ja hier oben. Ich glaube, viele feiern das, dass es halt nicht so ein klassisches Schwarz ist, sondern einfach mal auch eine etwas andere Farbe. Finde ich gut. Der 6. Dezember, für uns ist das Nikolaus, aber Revolution kommt ja aus England, dementsprechend ist die Nummer 5 gerade das Highlight gewesen, glaube ich, ne? Also eins der Highlights. Blush Bomb, ach guck mal, das habe ich in Originalgröße, glaube ich, auch da. 1,4 Milliliter in der Farbe Cute Pink. Holla die Waldfee. Also das mit dem Pink nehmen die auch dieses Jahr, glaube ich, sehr, sehr ernst. Das ist ja crazy. Wow. Wer hätte erwartet, dass wir am 6. Dezember mittlerweile mehr Teint-Produkte als Lippenprodukte hier drin finden? Finde ich persönlich gar nicht so verkehrt, auch wenn das natürlich immer wegen der Farbgebundenheit immer so ein Thema ist. Ne? Der 7. Dezember ist riesig, aber extrem leicht. Ha, ja, Face and Body Gems. Ja, also Sarah Isabel wird sowas feiern, weil die ja so abgefahrene Looks auch immer schminkt. Ne? Ich verwende sowas nicht. Nee, vielleicht für Festivals oder so. Brauche ich jetzt aber nicht. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. Und da haben wir Eyeshimmer, ein Liquid Eyeshadow drin mit 1,4 Millilitern in der Farbe Lilac Shine. Oh mein Gott, das erinnert uns doch ein bisschen an so die LH Cosmetics und so, ne? Crazy. Das finde ich ja schön. Wenn der jetzt auch ordentlich auf dem Auge hält, dann feiere ich also eine kleine Party. Das ist cool. In der Nummer 9 dürfen wir uns über einen 20% Gutschein erstmal freuen. Das werde ich aber werttechnisch nicht mit aufführen, aber es ist nett. Gilt aber nur bis zum 31.12. Ne? Und da haben wir noch ein Lippi drin enthalten und hier haben wir die Farbe Hard Race Nude drin. Oh,
Ein Herzensrennen. Ja, so schaut es aus. Ist nicht ganz so pink, aber es ist trotzdem sehr knallig, finde ich persönlich. Also, na nee, doch nicht. Nee, nee, das sah nur hinten so aus. Ne? Das ist ein Newton. Der hat ein bisschen was schon Orangiges mit dabei, aber ne, schön. In der Nummer 10 darf es mit irgendwas Riesigem weitergehen. Naja, die Adventskalenderpacker haben sich gedacht, nö, das machen wir aber nicht voll hier, ne? Ein Pinsel. Den kann man gut gebrauchen. Das ist ein Blender und ich finde auch, dass die Revolution Pinsel echt schön sind. Die haben ja auch immer wieder welche so in Limited Editions, die ich persönlich extrem überteuert finde. Aber der ist schön. Oh, der 11. Dezember. Quadratisch, praktisch, gut. Ein Tintenprodukt ist am Start. Pink Lady. Hui! Ja. 2 Gramm sind hier drin enthalten und das ist halt wirklich ein krass pinker Ton. Den hatten die aber auch letztens mal irgendwann im Standardsortiment. Also dementsprechend passt das natürlich richtig gut und da war der sogar noch knalliger. Ist, glaube ich, auch so eine kleine Anlehnung an den von Dior oder so. Der ist doch mega im Hype gewesen. Wer es mag, ne? Ist halt relativ kühl. Und die Blushes von Revolution sind eigentlich krass pigmentiert. Wow, 2 Blushes und 2 Highlighter in dem Adventskalender. Eine riesige Halbzeit, die Nummer 12. Wow. Ich glaube, hier ist aber auch nur Make-up drin. Und Revolution hat ja theoretisch auch Skincare, aber ich glaube nicht, dass sie es hier reinpacken. Ach, guck mal, das Translucent Baking Powder haben wir hier drin mit 10 Gramm. Das ist ordentlich viel Produkt, Leute, ne? Das war auch mal so krass gehypt und ich feiere das einfach, wenn Firmen so transparentes Puder in Adventskalender reinpacken. Weil das kann jeder Hauttyp verwenden, egal welche Shade du so hast oder so, ne? Deswegen finde ich das großartig. Ja, und die erste Hälfte des Adventskalenders steht hinter mir, ne? Ich finde, dass es echt gut ist. Also auch, dass wir so eine abwechslungsreiche Geschichte bei den Tintenprodukten haben. Aber dafür ist Revolution ja eigentlich auch bekannt, dass die in den Adventskalender mutigerweise auch Tintenprodukte reinpacken. Und von mir aus kann jetzt auch mal ein bisschen mehr so Richtung Mascara kommen. Die haben doch diese geile 5D Lash Power Mascara oder so, ne? Mal schauen. Der 13. Dezember. Ein Lipgloss in was einer Farbe? Und zwar die Farbe Divine. Das ist bestimmt eine Originalgröße, oder? 3 Milliliter haben wir hier drin. So schaut der aus. Und das ist halt für so eine richtig schöne Nude-Lippe. Ich weiß nicht, ob wir jetzt quasi die erste Hälfte so knallig und bunt und ausgefallen hatten. Und in der zweiten Hälfte wird es ein bisschen gechillter. Mal gucken. Also der macht auf jeden Fall schon mal einen guten Anfang. Der 14. Dezember ist größer als andere Sachen, aber ein bisschen leichter. Ja, du hast auch nur so einen Stift da drin. Aber es ist ein schöner Lip Liner. Okay, und zwar in der Farbe Chauffeur habe ich 1 Gramm von einem Lip Liner, die man halt so anspitzen kann. Ich denke, dass es keine unbedingte Originalgröße ist. Das muss ich halt nochmal recherchieren, ne? Und ja, das ist so ein Hot Pink. Nicht, nee, das ist einfach ein Neoton. Den kann man sicherlich mit dem Lipgloss ganz gut kombinieren. Aber auch hier mit diesem Lippenstift. Und ich finde Lip Liner auch immer ganz praktisch, weil die halt verhindern, dass dein Lippenstift oder dein Lipgloss oder dein Liquid Lipstick so ausläuft. Und ich habe das halt, dass ich so Plissierfältchen habe und das fließt bei mir sonst einfach im Laufe der Zeit rein, weil ich ja auch meinen Mund bewege und dementsprechend sich das Produkt, was darauf ist, auch bewegen könnte. Der 15. Dezember. Oh, und um zu verhindern, dass deine Lippen in irgendeiner Art und Weise trocken sind, gibt es hier eine Lippenmaske mit Vitamin E. Da sind 8 Milliliter drin. Das ist ja cool. Haben wir so. Genau. Von Revolution in Adventskalender, glaube ich, noch nicht gesehen, ne? Der 16. Dezember ist riesig. Ja, aber die packen da auch noch ein Mini-Produkt rein. Muss man ein Blending-Eye in sowas einpacken? Ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr klein und brauchbar, auf jeden Fall. Aber ich präferiere dann doch etwas größere. Ja, ist so ein Zwischending zwischen nur für die Augen und fürs ganze Gesicht. Das ist süß, ne? Eine Woche vor Heiligabend habe ich hier den 17. Dezember. Ach, guck mal, ein Highlighter, Liquid Highlight mit 1,4 Millilitern in der Farbe Bronzed Glow. Das ist für mich viel, viel, viel zu dunkel. Gar keine Frage. Aber welche, die vom Teint her ein bisschen dunkler als ich sind, so Medium Skin Tone und ein bisschen dunkler vielleicht auch, denen wird das gefallen. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Ich habe hier den 18. Dezember. Übrigens, falls du mich noch nicht abonniert haben solltest und Teil der Crew werden wollen würdest, abonniere mich doch super gerne. Ich würde mich mega über Support freuen und wenn du Teil der kleinen, süßen Crew hier werden würdest. Hier haben wir einen Glazed Lip Oil drin, also nochmal im Prinzip Lippenpflege bzw. so ein Zwischending zwischen Lippenpflege und Lipgloss. Ne? Das Lippenöl mag ich sehr gerne. 1,4 Milliliter sind hier drin und das ist einfach so ein durchsichtiges. Das kann man immer ganz super auch zwischendurch auftragen. Ich gebe mir sowas ganz gerne auf, wenn ich halt mich schminke zum Beispiel und dann halt meine cremigen Texturen aufgetragen habe. Dann gebe ich mir ein Lippenöl drauf, dann kommen die pudrigen Texturen drauf und in der Zeit, wo das quasi wirkt, ne, kann ich mich halt quasi fertig schminken. Und wenn ich mir dann Lippenstift drauf mache, ist es meistens schön eingezogen.
Der 19. Dezember. Hier geht's wild weiter in der Weihnachtswoche mit einem Powder Puff. Finde ich super. Das ist ein super praktisches Tool, mit dem ich zum Beispiel um meine Augen drumherum abpuder. Es gibt einen schönen Weichzeichner-Effekt und die mag ich sehr gerne. Stimmt, so wirklich Füllprodukte oder sowas haben wir bislang noch nicht erlebt, bis auf diese komischen Glitzersteinchen. Geht alles vollkommen klar. Herzlich willkommen im 20er-Bereich. Da habe ich jetzt hier die Nummer 20, die den Auftakt macht. Und da haben wir einen Klassiker drin, einen Eyeliner-Pencil mit einem Gramm. Und das dürfte einfach so ein schöner schwarzer Kajal zum Anspitzen sein. Ne? Damit kann man sich so einen Eyeliner machen. Du kannst dir damit aber auch Smoky Eyes machen. Du kannst deine Wasserlinie damit betonen. Du kannst damit einfach rund um dein Auge entsprechend eskalieren, wenn du möchtest. Die Nummer 21, auch das super praktisch. Oh, ich hoffe, dass es dieses Brow Glue ist, was ich auch so liebe. Revolution Brow Gel in Clear habe ich hier mit 3,5 ml drin. Das kannst du immer gut in den Adventskalender packen. Primer, transparente Augenbrauengele, transparente Puder, Mascara. Ne? Ist halt immer super universell verwendbar, dementsprechend richtig gut. Stimmt, das hatte ich bei Manhattan Adventskalender vermisst, sage ich jetzt einfach mal, weil der war so gut. Die Nummer 22 und hatte so eine gute Auswahl an Produkten, da hätten die auch sowas reinmachen können. Die haben ja, haben die eins? Nee, das war Maybelline, ne? Manhattan, oder haben die eins? Die haben bestimmt eins. Zur zweiten Schnapszahl bekommen wir den Lipgloss in Matt, auch interessant. Ist wahrscheinlich eher ein Liquid Lipstick in der Farbe Brunch. Auch hier haben wir 3 ml drin enthalten. Und auch das ist ein schöner Nude-Ton, der so einen Hauch von Leberwurst mit dabei hat, meiner Meinung nach, weil wir hier auch etwas in die Schweinchen-Rosa-Richtung gehen. Die Nummer 23 ist nochmal richtig lang und schmal. Aber wie wir bei diesem Adventskalender gemerkt haben, die Kläppchengröße oder Boxengröße hat nichts mit dem Produkt da drin zu tun. Hier haben wir von Revolution den in Divine, oh, passend zu, was wir schon eben hatten, glaube ich, ne? Mit einem Gramm, was bist du? Ein Lip Liner. Ja, ein richtig dunkles Braun, was wir halt zu dem Liquid Lipstick, den wir als erstes drin hatten, oder Lipgloss, was hier drauf steht, sehr gut tragen können und kombinieren können. Trommelwirbel für die Nummer 24. Da wird jetzt das Highlight drin sein. Normalerweise hatten wir in der 25 immer so eine schöne große Lidschattenpalette. Die wurde aus Gründen entfernt. Schade. Mal gucken, was wir jetzt hier als Ersatz, sage ich mal, drin haben. Es ist deutlich kleiner, aber es ist hübsch. Ja, es passt zu dem Blush und zu den Tönen, die wir generell auch mit drin hatten. Ne? Das ist so pinky-beerig, bisschen kühler. Ja, also solche Farben hatten wir jetzt auch mit den Lippenprodukten, mit den Blush-Produkten auch mit drin gehabt. Das lässt sich auf jeden Fall schön dazu kombinieren. Ja, ist jetzt nicht so die abgefahrenste Sache, ist eine Mini-Reloaded. Aber auch hier scheint Revolution von der wirtschaftlichen Situation nicht ganz ausgeschlossen worden zu sein. Eigentlich wie jedes Jahr, ne? Wir haben bei diesem Adventskalender ein schönes, ausgewogenes Verhältnis, dass wir sowohl Lippenprodukte mit dabei haben, wir haben Base-Produkte mit dabei, vor allem auch richtig brauchbare mit dem Puder. Vielleicht wäre ein Bronzer gar nicht so verkehrt gewesen. Da haben die ja eigentlich auch das ein oder andere da. Trotzdem finde ich, dass der gut befüllt ist. Würde ich den jetzt bevorzugen vor dem Manhattan? Nein, der Manhattan ist nach wie vor mein Favorit, was das angeht. Und ja, aber trotzdem ist der auch sehr, sehr schön. Also ich sag mal, wenn man Revolution-Fan ist und die Produkte auch gerne verwendet, ist es eine gute Sache. Ne? Und wenn man den auch verschenken würde, freut sich, glaube ich, auch der oder die Beschenkte darüber sehr. Und ich glaube auch, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis hier wirklich passt. Also dass die hier mit den 140 Euro auch gar nicht so falsch liegen. Wie findet ihr den Inhalt? Schreibt mir gerne eure Meinung mal in die Kommentare. Und welches Produkt habt ihr so vermisst? Ne? Das würde mich interessieren. Ich finde auch füllprodukttechnisch liegen wir eigentlich ganz gut auf. Also sonst waren es auch mal vielleicht das ein oder andere zu viel bei Revolution. Es geht. Ne? Ich vermisse wirklich meine große Palette, aber was soll's. Ich werde ja nicht gefragt. Ihr Lieben, das wäre es jetzt hier von mir gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.